Dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Liebe Patientin, lieber Patient, herzlich willkommen in der Asklepios Klinik St. Georg im Herzen Hamburgs. Bei Ihnen ist ein operativer Eingriff geplant, für den ein Anästhesieverfahren erforderlich ist. Ein Anästhesist wird mit Ihnen ein persönliches Gespräch führen, um Sie über Ihr individuelles Anästhesierisiko und das für Sie passende Anästhesieverfahren aufzuklären und um alle Ihre Fragen zu beantworten. Bitte bringen Sie, falls vorhanden, medizinische Unterlagen wie Vorberichte, aktuelle Untersuchungsbefunde und auch Ihren Allergiepass mit und füllen Sie den Anästhesiefragebogen, den Sie am Gesprächstag in unserer Ambulanz erhalten, gewissenhaft aus. Mit diesem Video informieren wir Sie vorab über das Verfahren der Allgemeinanästhesie, auch Vollnarkose genannt, und die damit verbundenen Risiken. Am Operationstag ist es erforderlich, dass Sie Nüchternheitsgrenzen einhalten. Bis zu 6 Stunden vor der Narkose dürfen Sie noch eine leichte Mahlzeit einnehmen. Kleine Mengen klarer Flüssigkeit wie Wasser und Tee, aber auch Kaffee ohne Milch, sind noch bis zu 2 Stunden vor der Narkose erlaubt. Nicht erlaubt sind Milchprodukte, Alkohol, Fruchtsäfte und andere feste oder fettige Bestandteile. Sollten Sie dauerhaft Medikamente einnehmen, klärt der Anästhesist mit Ihnen im Vorgespräch, welche Medikamente Sie am Operationstag oder gegebenenfalls schon früher pausieren müssen und welche Sie bedenkenlos weiternehmen können. Nachdem Sie von Ihrem Anästhesie-Team im OP in Empfang genommen wurden, wird Ihnen ein Venenzugang am Handrücken oder am Arm gelegt, über den wir Ihnen Medikamente geben können. Zu Ihrer Sicherheit überwachen wir mit unseren Monitoren während der gesamten Zeit Ihre wichtigsten Körperfunktionen. Hierfür werden bei Ihnen mindestens ein EKG, ein Sauerstoffclip am Finger und eine Blutdruckmanschette angelegt. Wenn alle Vorbereitungen getroffen sind, füllen wir Ihre Lunge über eine Atemmaske mit Sauerstoff. Kurz darauf wird die Narkose durch Medikamente begonnen. Hierfür werden Ihnen schnell wirksame Schlaf- und Schmerzmittel verabreicht, sodass Sie entspannt in einen kontrollierten, schlafähnlichen Zustand versetzt werden. Ihr Anästhesist wird während der gesamten Operation bei Ihnen sein, Ihre Körperfunktionen überwachen und sicherstellen, dass Sie schmerzfrei und tief schlafen, bis die Operation erfolgt ist. Da Sie während der Narkose nicht selbst atmen, ist eine Beatmung erforderlich. Hierfür wird in tiefer Narkose ein dünner Beatmungsschlauch vorsichtig durch den Mund in die Luftröhre eingeführt. Dieser Vorgang heißt Intubation. In manchen Fällen bietet sich alternativ auch das Einführen einer weichen Kehlkopfmaske an, einer sogenannten Larynxmaske. Wenn die Operation erfolgt ist, werden wir die Narkosemittelzufuhr beenden und Sie wachen langsam auf. Währenddessen wird der Beatmungsschlauch oder die Kehlkopfmaske wieder behutsam entfernt. Anschließend werden Sie im Aufwachraum noch für eine Weile betreut. Hier ist durchgehend Anästhesiepersonal in Ihrer Nähe und überwacht Sie nach erfolgreicher Operation und Narkose. Sollten Sie Schmerzen oder Übelkeit verspüren, wird Ihnen sofort geholfen. Bitte zögern Sie nicht, uns auftretende Beschwerden umgehend mitzuteilen. Gegebenenfalls können Sie bereits ein Eis essen, wenn Sie sich danach fühlen. Wenn alle Körperfunktionen stabil sind und es Ihnen gut geht, werden Sie anschließend auf Ihre Zielstation in der Klinik gebracht. Manchmal ist es erforderlich, dass Sie nach der Operation auf eine Überwachungsstation aufgenommen werden. Grund hierfür kann sowohl das OP-Verfahren selbst, aber auch das individuelle Risiko durch Vorerkrankungen oder ein hohes Alter sein. Ob eine Aufnahme auf eine Intermediate Care Station, sprich IMC-Station, oder auch eine unserer Intensivstationen erforderlich ist, wird Ihr Anästhesist mit Ihnen in der Regel vorab besprechen. Die heute eingesetzten Anästhesiemedikamente und Überwachungsverfahren haben das Ziel einer größtmöglichen Patientensicherheit. Dadurch sind die Risiken und anästhesiebedingten Komplikationen auch für Patienten in hohem Alter und mit erheblichen Vorerkrankungen heute allgemein gering. Dennoch hat jede Narkose Risiken und es kann immer zu Komplikationen kommen. Bei der Atemwegssicherung durch Intubation mittels Beatmungsschlauch oder Platzieren der Kehlkopfmaske sind Verletzungen an Zähnen und Weichteilen im Mundrachenraum möglich. Weiterhin können Heiserkeit, Schluckbeschwerden oder Halsschmerzen auftreten. Durch die Lagerung auf dem Operationstisch sind in Narkose Druckschäden an Haut und Gewebe möglich.
die Anlage von Gefäßzugängen ist die Verletzung von Blutgefäßen oder Nerven möglich, sodass Blutungen, Thrombosen und Embolien die Folge sein können. Zudem sind Nervenschäden mit vorübergehenden oder selten auch bleibenden Empfindungsstörungen und Lähmungen sowie chronische Schmerzen möglich. Nach der Narkose kann es unter Umständen zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Bitte teilen Sie uns im Vorgespräch Ihre persönlichen Erfahrungen mit Übelkeit nach Narkose mit, sodass wir unsere Medikamente entsprechend danach ausrichten können. Auch das Auftreten von sogenanntem Kältezittern ist nach Narkose möglich. In Ausnahmefällen können auch schwerwiegende Komplikationen im Rahmen einer Narkose auftreten. Dazu gehört die Aspiration, wenn Mageninhalt oder Magensaft in die Lunge gelangt. Weiterhin sind Herz-Kreislauf-Störungen und Schockzustände bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand als Nebenwirkung von Medikamenten oder als Folge eines schweren Sauerstoffmangels möglich. Auch können allergische Reaktionen auf Medikamente auftreten. Durch Ihr Verhalten können Sie maßgeblich zur Sicherheit Ihrer Narkose beitragen. Halten Sie sich bitte strikt an die Nüchternheitsgrenzen und nehmen Sie Ihre Medikamente wie im Vorgespräch vereinbart ein. Sollten Sie offene Fragen haben, klären Sie diese gerne im persönlichen Gespräch mit Ihrem Anästhesisten. Alles Gute für Ihre bevorstehende Operation. Wir passen gut auf Sie auf.